Konnichiwa, Halla. So, wir werden mal ein bisschen Geld aufgeben. Level 24. So, genau. Wir haben Geld, haben wir. Geld ist nicht das Problem. Garage Manager. So, und da haben wir jetzt einmal Tisch aufrüsten. Oh. Und da können wir nämlich direkt noch zwei weitere Mitarbeiter mitarbeiten lassen. So, dann würde ich aber erstmal in unserem farblichen Konzept, sieht ja immer noch aus wie eine Bruchbude, wie richtig Wellblechdach. Was denn da los, Alter? Das Ding hält doch keinen einzigen Stromstand. Gut, wir sind ein Stahlquerträger, okay, aber trotzdem noch mit Wellblechdach. Also für 100.000 kriege ich normalerweise bis was Besseres hier. Ja, ist ja gar nichts. So. Hier fehlt nämlich noch ein blauer und ein... Ja, keine Ahnung, für die mal fünfte Farbe. Ich meine, wir haben ja einen weißen. Also am ehesten weißen. Ich mal sagen, machen wir hier auch nochmal einen blauen und einen weißen. Mal gucken, wie die aussehen. Das heißt, wir brauchen erstmal LKW-Händler. Was waren das für welche? War das Scania? Oder immer ein? Doch von Scania, genau. LKW-Händler, Scania. Und dann gehen. Hallo? Wow, wir kennen gerade mal einen einzigen. Was? Was ist passiert in meinem Leben? Wir sind Level 24 und kennen gerade mal einen einzigen Scania-Händler? Ich meine, na super. So, meine Flottenkonfiguration. Denn das ist die Flottenkonfiguration. Ändern. So, wir wollen ein schönes, sattes, dunkles, ja, nehmen wir doch. Blau fehlt ja noch, ne? Ach, das waren direkt alles die vollgefertigten Farben. Wir haben bisher immer die vollgefertigten Farben genommen? Kann das sein? Außerdem ist das falsch. Schau mal, hier glänzt es weiß. Hier ist es auch weiß. Aber hier ist das gelb, obwohl es trotzdem weiß glänzt. Wir hätten eigentlich diesen gleichen gelb, Glänzschimmer doch da und da machen müssen. Die Volldeppen. Ja, das ist genau der gleiche Glanzeffekt. Volldeppen. So, bestätigen. Ja, läuft ja. Kaufen. Und zwar müsste das die hier sein, genau. So, Ausführung ändern. Und jetzt nochmal. Na, das sieht ein bisschen sehr. Nee, das sieht ein bisschen sehr krass aus. Was dazwischen wäre halt geil. Oder wir machen wirklich sowas hier so wie Orange. Oder, also da müssen wir mal ein bisschen was anderes. Nee. Also da würde ich denn tatsächlich lieber das hier als das nehmen. Ja, komm, let's go. Kaufen. Ist ja nicht unser LKW. Und weiß ich immer noch am besten aus. So. Jetzt will ich aber gerne mal ganz kurz gucken. LKW-Manager. Haben die alle ihre Standardfarben? Die Farben hat wieder selber angepasst. Ne, genau. Bei den Volvo hat mir die Farben nicht selber angepasst. Achso, weil es hier keine Standardfarben gibt. Okay, genau. Das heißt, hier mussten wir sogar alle anpassen. Weil deswegen sind das nämlich auch immer so schön leuchtende Farben. Gut, brauche ich bei den anderen gar nicht gucken. Die Farben gibt es ja alle gar nicht, die wir haben. Also können die ja hier alle nur angepasst sein. So, und die sind aber alle scheinbar mit den Originalfarben, so wie sie vorgesehen sind. Ja, hier. Eukalyptus Grün. Savannah Yellow. Sehr interessant. Kardinal Red Metallic. Ach, das soll dieses Metallic sein, das ich jetzt weiße. Aber die glänzen doch alle genau gleich. Wenn ich jetzt hier gelb mache, hier, das glänzt genau gleich. Obwohl du hast hier. Okay, ja doch, das hier ist so ein eher so ein mattes Glänzen, also so ein plastisches Glänzen.
Und hier hast du so eine raue Textur dabei. Wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man hier dieses so eine raue Textur dabei, die du hier nicht hast. Hier hast du wirklich so ein glattes Glänzen. Vielleicht meinen sie das damit. Okay. Rückgängig machen, ja, genau. Oh, und dann haben wir halt jetzt gerade hier blau und weiß. Lol. Okay, gut. Da brauchen wir jetzt noch zwei Fahrer. Und wir müssen natürlich wieder, ja, sonst brennt Twitter, sonst gibt's Krieg. Ein Mann und eine Frau. Oder, ne, wir müssen ja politisch korrekt bleiben, einen Mann nennen und eine Frau innen bestellen. Bestellen? Auf Zalando. Ja, klar. Fahrermanager? Wo denn jetzt? Arbeitsagentur, da. Ich habe gerade wirklich nach Fahrerhändler gesucht. Weil überall LKW-Händler, Aufliegerhändler, wo ist ein Fahrerhändler? Aber ja, ein Fahrerhändler wäre ein bisschen sehr makaber. So, wer guckt? Der guckt auch super sympathisch. Komm, den nehmen wir direkt, der sieht super sympathisch aus. Du bist gemietet. So, was haben wir denn hier noch so? Ja, also Frauenquote am Arsch hier, was denn los? Ich will ein Bordell aufmachen. Wo ist mein Harem? Nehmen wir die. So, und let's go. Die hat doch den Unschuldstruck. Ah, der ist noch super sympathisch. Der sieht aus wie dieser eine YouTuber von dieser einen Gruppe, die heute keiner mehr kennt. Ich weiß gerade nicht mal mehr, wie die heißt. Naja, wer weiß das schon. So, das heißt, wir haben jetzt die. Die müssten auch auf ausgeglichen sein, weil das ist deren Standard-Konfiguration. Oh, der hat sogar schon zweimal Fernfahrer. Da haben wir ja nicht die Katze im Sack, sondern das Gold im Sack gekauft. Ist ja krass korrekt. Die hat hier schon zweimal zerbrechlich. Ah. Die ist natürlich bei weitem besser. Ne? Fernfahrer ist natürlich, hat viel mehr, macht viel mehr Sinn als hier. Na, schon. Ja, läuft doch. Cool. Jetzt haben wir noch zwei weitere, haben wir schon 10 Personen in unserem Unternehmen. Also 9 Mitarbeiter. So, das heißt. Ja gut, wir können jetzt hier keinen zurückgeben, weil wir haben knapp darunter. Hm? Ist dann halt so. Ja. Okay. Ich wünschte, es würde aufhören zu regnen. Wow. Weißt du was? Wir fahren mal in unsere Garage rein. Da regnet es nämlich nicht. So die Theorie. Entweder da regnet es. Dann gibt es ja aber Battle Rap. Ach, scheiße. Okay, komm. Einmal durchfahren. Passt das so? Nee, ne? Doch, sieht gut aus. Jawoll. Wir hätten ja hier bei uns gleich tanken können, ne? Komplett vergessen. Haben wir nicht gerade getankt? Wir waren noch gerade an der Tankstelle. Ah, nee, schon. Da war nur gepennt. Lol. Dieselpreis 1,80, völlig unrealistisch. So, jetzt müssen wir einmal sauber reinfahren. So, dass wir möglichst gerade drin stehen. Wo hängen wir denn? Ach so, hinten. Nee. Hä? Ach so, schon wieder zu breit. Ja, Hänger ist breiter, als er aussieht. So.
So. Ah, noch ein bisschen mehr gerade ziehen hier. So. Und so ist es jetzt, ist es nicht ganz gerade, ne? Aber gerade genug für den Beauty Shot. Denn das Auge ist mit. Und mein LKW sieht verdammt lecker aus. Wait, what? So, schön im Voller, ja. Oh. Ah. Was jetzt? Escape. Speichern, speichern. Speichern, Nummer 1. Und speichern, Nummer 2. Perfekt. So. Jutschen. Jetzt gucken wir mal, wo wir hingehen. Wir gehen, ich würde tatsächlich hier unten irgendwo. Hier unten, ne, den gesamten Bereich da hinten haben wir alle noch nicht erforscht. Da können wir nicht hin, schnell hinreisen. Das heißt, wir gehen nach da, nach Bukarest. Und von dort können wir in die große, weite Welt, sehr gut, so groß ist Rumänien jetzt nicht, aber, ne? Mal gucken, was da ist. Wie es da so aussieht. Ha? Selbst hier pisst es. Digga, das ist ja ein globaler, das ist ja ein weltumspannendes Wettersystem des Regens. The fuck is going on? So. Aufträge. Fracht. Und zwar, von da, wo wir sind, da gibt es halt genau gar nichts. Wollte mich verarschen. Roller. Ja. Roller. Roller. Roller gibt's bei Roller. Ah, hier gibt's auch bloß. Scheiße. Also Roller. Roller ist gut. Nach? Nö. Nee. Nee. Also lieber das hier. Okay, let's go. Fahrt vorsichtig. Ja, deine Mutter fährt vorsichtig. Das hier kommt doch nicht vom Fleck. Iwiko. Scanner wäre mal schön. Da haben wir nur einen einzigen. Demnächst rechts abbiegen. Hä? Guck mal da durch? Nee, guck mal nicht durch. Rechts ab. Also durch diesen Zaun, durch diesen Ring sieht man gar nichts. Vielleicht sollte man die Scheinwischer einschalten. Ach da. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Scheiß Bäume, man hört gar nichts hier. Achso, apropos, man hört doch gar nichts. Ha! Let's go. Biege nach rechts ab. Wieso habe ich andere Bäume im Gesicht? Von nicht hinnehmbar.
Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Als ob Tonal verwandt war. Ach nee. Ups. Okay, das Ding habe ich jetzt nicht gesehen. Verdammt. Mein schöner LKW direkt alles kaputt. Werkstatt gibt es ja nicht in der Gegend, ne? Na, ah, gibt es ja nur so eine Werkstatt. Hallo? Mein Filter ist nicht mehr drin, ne? Also warum werden keine Werkstätten angezeigt? Ja, als ob es hier keine Werkstatt gibt. Armer Nackholm, was ist denn los hier? Tatsächlich. Wow. Da, wo wir gerade herkommen, da war eine. Noch Fragen, euer Ehren? So, siehst du? Ich wollte ja noch. Nee, was bei Audio? War bei Audio. Helga! Wow! Ey, chill mal! Habe ich diese gerade angeboxt? Oh ja. Nimm diese Ausfahrt. Ach ja, ist ja wieder hier dieser schöne Zoll-Dings-Bums. Doch, ist ein Zoll, ne? Ja, doch. Biege nach links ab. Eines der beiden Tore auf der rechten Seite zur Wiegestation. Oh.
14 Tonnen? Mann, bin ich schwer. So schnell? Ich dachte, ich starte dort länger. Okay, lass uns eine neue Route finden. Warum? Ich war doch auf der Route. Was liegt die Mädel? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, können wir überhaupt durchschnellen, ne? Scheiße, jetzt gar nicht so ein grünes Ding. Bleh.
Okay, da oben. Na gut. Hallo Officer, helfen Sie mir mal. Du Arsch. Überall Leute, die einfach nur rumstehen und zugucken, wie ich da hinten nicht vorbeikomme. Was für Assis. Kommt da schon wieder ein Zug, was ist da oben los? Wie falle denn hier bitte? Demnächst die Ausfahrt links. Ausfahrt links nehmen und dann rechts abbiegen. Warum soll ich die Ausfahrt rechts nehmen? Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr dritte der Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Aber immer noch nass oder was? Da war ja gerade gar kein Grip mehr. Lol. Boah, vom Bodenbelag sah das ganz normal wie Beton aus. Aber ich habe nicht wieder Grip. Ich bin zu fett. Wie war's auf die Gasschaden? Lass meine Mikro in Ruhe. Bitte rechts halten.
So, da müssen wir hin. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Okay. So, Frachtmarkt. Ein paar Motorräder. Let's go. So. Ja, komm. Warenannahme machen wir nächste Folge. Von daher, bis dann.